SWR 2 Zeitwort. Ach, Klaus Fischer, ist das nicht der mit den blauen Augen? Stimmt, das ist der mit den strahlend blauen Augen. Aber ist nicht so, dass ich ja regelmäßig da angesprochen werde auf meine blauen Augen. Auf seine spektakulären Tore dagegen schon, denn die haben den Torjäger berühmt gemacht. Klaus Fischer, Mr. Fallrückzieher. Der Fallrückzieher ist ja nun weltberühmt geworden. Das Tor des Jahrhunderts. Ja, natürlich, Klatsch hat er geklingelt. Abramczyk. Sehr schön, diese Flanke. Fischer. Das Tor des Jahrhunderts gegen die Schweiz. Einmalig. Ein schöneres Tor kann man nicht mehr schießen. Ja, macht man das schon, ne? Die oft einen Moment voller Faszination. Dieses unglaubliche Tor am 16. November 1977 war eine Koproduktion von Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk, seinem Partner bei Schalke 04 und in der Nationalmannschaft. Dieses Jahrhunderttor, was wir gemacht haben, ist sicherlich ein bisschen Glück gewesen, weil die Flanke war jetzt nicht so optimal, wie wir sonst gemacht haben. Und in dem Moment war es für mich klar, das muss ich mit dem Fallrückzieher machen, weil der Ball für den Kopfball eigentlich zu hoch war. Und ja, ich habe den Ball optimal getroffen und da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, ich habe ein anderes Tor, das besser war, das glaube ich nicht. Obwohl Klaus Fischer viele Tore erzielt hat, 268 allein in der Bundesliga, nur Gerd Müller und Robert Lewandowski trafen häufiger. Herzlichen Glückwunsch, Herr Fischer. Dankeschön. Unsere Plakette Tor des Monats. Wie oft haben Sie das schon erhalten eigentlich? Das ist ja schon eine große Sammlung bei Ihnen zu Hause. 6-mal Tor des Monats und 3-mal Tor des Jahres. Und alle 3 Tore des Jahres waren Fallrückzieher-Tore. Auch das wohl wichtigste Tor seiner Karriere im Halbfinale der WM 1982. Deutschland lag gegen Frankreich in der Verlängerung 2:3 zurück. Doch dann... Der Fallrückzieher und das Tor! Das schönste Tor vielleicht der ganzen WM. Klaus Fischer. Schöner geht's kaum. Als Kinder haben wir auf der Wiese alles probiert. Das Allerentscheidende, glaube ich, ist, man darf keine Angst haben. Timing beim Absprung und natürlich auch gehört Glück dazu, gar keine Frage. Geboren und aufgewachsen ist der heute 72-Jährige im Bayerischen Wald. Auch das Fußballspielen hat er dort gelernt. Von Zwiesel ging Fischer mit 18 zu 1860 München und im Sommer 1970 dann ins Ruhrgebiet zu Schalke 04. Ja, auf jeden Fall. Ich habe 11 Jahre bei dem Verein gespielt und jedes Heimspiel ist ganz klar, dann hängt man an diesem Verein. In guten wie in schlechten Zeiten. Klaus Fischer, der heute noch in Gelsenkirchen lebt, hat sie auf Schalke selbst erlebt. Seine Verstrickung in den Bundesliga-Skandal 70-71. Der größte Fehler meines Lebens. Aber auch die schönen Momente. Er wurde Pokalsieger, deutscher Vizemeister, Nationalspieler und erzielte ein Jahrhunderttor. Die Leute sprechen mich heute noch auf dieses Tor drauf an. Und zwar nicht nur die Älteren. Ja, jetzt könnt ihr auf den Platz gehen. Seit 25 Jahren betreibt Klaus Fischer eine Fußballschule. Und natürlich lernen die Kinder da auch, wie ein Fallrückzieher funktioniert. Zumindest in der Theorie. Fliegt er in der Luft? Lässt sich nach hinten rüberfallen und zieht durch. Und dann jubeln alle. Mit 53 Jahren erzielte Fischer 2003 per Seitfallzieher sein bislang letztes Tor des Monats. Sechsmal das Tor des Monats geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Wann schießt du dein 7. Ja, ich glaube, da habe ich noch ein paar Jahre Zeit, denn es war einer dabei, der mit 80 noch ein Tor des Monats gemacht hat. Und bis dahin habe ich noch etliche Chancen, das 7. Tor zu machen. Und es muss ja auch kein Fallrückzieher sein.